Heute werde ich euch einen fatalen Fehler mitteilen, den sehr viele Gartenanfänger bei der Tomatenpflege machen. Diesen Fehler habe ich am Anfang auch gemacht und habe mich dann gewundert, warum bei einigen Tomaten die Ernte so mickrig war. Da draußen gibt es einen Haufen Tipps, wie ihr eure Tomaten am besten pflegt, damit ihr hier eine große und reiche Ernte bekommt. Allerdings müsst ihr bei diesen Videos und auch bei den Tipps aufpassen, um welche Arten von Tomaten es sich handelt. Es gibt nämlich zwei Hauptarten von Tomatenpflanzen. Und zwar die unbegrenzt wachsenden Tomatenpflanzen und die begrenzt wachsenden Tomatenpflanzen. Und die begrenzt wachsenden Tomatenpflanzen, darunter sind zum Beispiel die Draft-Sorten, die Balkontomaten oder im Allgemeinen halt Tomatenpflanzen, die bis zu einer bestimmten Höhe wachsen, zum Beispiel bis 1,50 Meter. Die meisten Tomatensorten sind unbeschränkt wachsenden Tomatenpflanzen und das Problem ist halt, die beschränkten und die unbeschränkten Tomaten, die unterscheiden sich lediglich vom Wachstum. Von der Frucht her sind sie identisch. Von daher ist es sehr wichtig, zum Beispiel auf die Saatguttüte zu schauen, was dort drauf steht, oder auf die Sortenbeschreibung vorher im Internet nachzuschauen. Die unbegrenzt wachsenden Tomatenpflanzen wachsen, wie der Name schon sagt, bis zu einer beliebigen Höhe. Hier im Folientunnel habe ich nur solche Tomatenpflanzen und ich habe zum Beispiel letztes Jahr Tomaten bis zu 4 bis 5 Meter groß werden lassen. Die sterben dann in der Regel dadurch dann ab, wegen Frosteinwirkungen, Krankheiten oder irgendwelche Schädlinge, die die Pflanzen dann beschädigt. In den meisten Tutorials und wie ich das jetzt hier bei meiner Tomatenpflege mache, schaut es folgendermaßen aus, dass ich ja diese Seitentriebe rausbreche und die Pflanze eintriebig kultiviere und dann auch immer bis zur obersten oder letzten Rispe die Blätter entferne. Einfach aus dem Grund, um zum Beispiel eine bessere Durchlüftung zu gewährleisten, größere Früchte zu bekommen und im Allgemeinen auch das Wachstum von dieser Pflanze zu regulieren. Diese Art der Kultivierung funktioniert allerdings nur bei uneingeschränkt wachsenden Tomatenpflanzen. Machst du es bei Tomatenpflanzen, die beschränkt wachsen, wie dieser Kamerad hier, dann wirst du dir nachhaltig deine Ernte einfach zerstören. Und ich erkläre dir jetzt auch warum. Die beschränkt wachsenden Tomatenpflanzen wachsen nur bis zu einer Höhe von ungefähr 60 bis 120 cm. Es gibt auch einige Sorten, die bis 150 cm wachsen und danach ist Schluss. Also sowas wie hier diese Balkontomate wächst halt wie ein Busch und deshalb kann man die auch sehr gut zum Beispiel in einen Topf oder auf dem Balkon kultivieren. Beliebte Züchtungen dieser Art der Tomatenpflanzen finden wir zum Beispiel im Draft-Projekt. Der Vorteil dabei ist, dass es halt sehr schön leserlich auf den Saatguttütchen deklariert wird, dass es sich immer halt eine beschränkt wachsende Tomatenpflanze handelt. Und man muss halt da Folgendes beachten, dass sie wie gesagt nur bis zu einer bestimmten Höhe wachsen und dann ist Schluss. Das heißt, es macht keinen Sinn, nur den einen Haupttrieb wachsen zu lassen. Da reduziere ich meine Ernte um einiges. Deshalb ist es halt um einiges wichtig, die ganzen Seitentriebe, die die Tomate auch bildet, und auch die Blätter überwiegenderweise übrig zu lassen. Die einzige Ausnahme, um zum Beispiel die Blätter zu entfernen, ist zum Beispiel die ganz untersten Blätter oder Blätter, die halt krank werden und da man hier entsprechende Maßnahmen treffen muss, um zum Beispiel die Braun- oder Krautfäule einzudämmen. Gesunde Blätter entfernt dann immer nur bis zur letzten Fruchtrispe, auch bei den uneingeschränkt wachsenden Tomatenpflanzen, weil die Blätter natürlich die Tomate benötigt, um zu wachsen und auch süße Früchte zu bilden. Also schau ganz genau auf die Sortenbeschreibung und auf das Saatguthütchen, um welche Tomatenart es sich handelt. Um eine uneingeschränkt wachsende Tomatenpflanze oder eine eingeschränkt wachsende Tomatenpflanze. Denn es ist wirklich schade darum, wenn du dir so viel Mühe bei der Voranzucht gibst oder dir auch Pflanzen kaufst und dann einfach drauf los ausgeizt und die Blätter entfernst und dann hast du zum Beispiel so eine Balkontomate und wunderst dich, warum du keine so große Ernte hast und dann die ganze Arbeit, die du dir da reingesteckt hast, die ganzen Monate einfach in Luft aufgehen. Nun eine weitere Hürde beseitigt, die deine reiche Ernte hätte im Weg stehen können. Hier zu meiner Linken findest du noch weitere interessante Videos, wie du das Bestmögliche aus deinem Garten rausholst und zum Beispiel einen fruchtbaren Boden aufbaust, damit du hier voller Erfolg dein eigenes gesundes Obst und Gemüse anbauen kannst.